Kommen wir zur dritten und alles entscheidenden Aufgabe. Und ich muss sagen, ihr macht es wirklich spannend. Denn Team Franzi, Julius und Mareike, ihr habt in der ersten und zweiten Aufgabe 94,5 Punkte erwacken. Ja. Und Team Pascal, Stephanie und Ross, ihr habt 99 Punkte eingefangen. Wieso das denn? Bam, bam, bam. Das heißt, es trennen euch nur 4,5 Pünktchen. In der letzten Aufgabe haben wir ein sehr schönes Motto. Es heißt, unsere gemeinsame Ostertorte. Und die wird nicht einstöckig, nicht zwei-, dreistöckig, sondern sie wird vierstöckig. Liebe Jury, wie habt ihr euch das gedacht? Der eine macht die Böden, der andere die Cremes. Wie sieht die Aufgabenverteilung aus? Nein, eine oder einer von euch backt die untere Etage. Auch die zweite Etage wird von einem von euch oder einer von euch übernommen. Die letzte Etage, also derjenige oder diejenige, die übrig bleiben, die backen die zwei oberen Etagen. Die müssen aber geschmacklich gleich sein. Jedes Stockwerk sollte eine Höhe von ca. 8 cm haben. Ihr dürft euch gegenseitig helfen. Materialien und Techniken stellen wir euch komplett frei. Allerdings müsst ihr Elemente österlich modellieren. Und mitgebrachte Deko ist tabu. So eine Ostertorte braucht natürlich einen würdigen Rahmen. Deshalb sollt ihr, während ihr backt, auch noch einen Ostertisch hübsch dekorieren. Dafür gebe ich euch 20 Minuten extra, die zu eurer Backzeit von 5 Stunden dazugezählt werden. Und das Tollste ist, ich darf am Ende auch Punkte verteilen, nämlich 3 für den schönsten Ostertisch. Oh. Ich hoffe, ihr seid gewappnet für diese Aufgabe, weil dann kann es auch schon auf mein Kommando losgehen. Ja. Ja? Ja. Dann heißt es, auf die Plätzchen, fertig. 5 Stunden und 20 Minuten. Da wird das Backwerk zum Tagewerk. Die Tortenetagen sind verteilt und alle wissen, was zu tun ist. Sind ja Backshow-Profis inzwischen. Backthema ist Ostern und jedes Team ist erpicht auf möglichst viele Punkte und den Sieg für den guten Zweck. Ross hält es wie immer. Er setzt der Sache die Krone auf. Das Schönste ist, ich mache den oberen Teil, also die zwei Torten, obendrauf. In seinen himmlischen Etagen setzt Ross auf ein fruchtiges Konzept. Vanillebiskuit und Macadamia Crunch treffen auf Rhabarber-Buttercreme und ein frisches Erdbeerkompott. Fängt man nicht mit den Böden an, Stephanie? Ja. Also die Schokolade für die Ganache muss schmelzen, das kann ich schon mal vorbereiten. Und das, diese Schokolade hier, die kommt dann auch noch mit rein in den Teig. Stephanies Hasenbau in der Mitte beherbergt Schokokuchen, Schoko- und Passionsfruchtbuttercreme sowie Haselnusscrunch. Ein Passionsfruchtspiegel gibt den tropischen Säurekick. Die Schokolade, juhu. Und die ist lecker. Das ist ja auch eine Art Naturgesetz. Arbeitet Pascal auf Augenhöhe, also auf seiner? Nee, ich mache den unteren Teil, also quasi das Fundament. Und habe mir gedacht, was passend ist, ist halt wirklich so ein Baumstamm. Mit seinem Baumstamm backt Pascal das Fundament aus Marzipanmöhrenbiskuit und einer Buttercreme mit selbstgemachtem Eierlikör. Dazu kombiniert er frische Himbeeren. Mareike hat sich einen entspannten Namen für ihre Torte überlegt. Meine Torte heißt Zähl den Schäfchen. Also man muss ja, es ist ja Ostern. Und da kommen alle möglichen kleinen, weißen, süßen Schäfchen dazu. Mareikes Fundament ist eine putzige Lämmerwiese aus Mandelbiskuit, Amaretto-Mascarpone-Buttercreme und frischen Erdbeeren. Für den extra Knack sorgen Schoko-Knusperperlen. Welche edlen Brösel verteilt Herr Brink? Das ist Tonkabohnenabrieb. Ich mache einen sehr, sehr leckeren Schoko-Tonkabohnen-Biskuitboden. Ich muss ja letztendlich einen Teil unserer großen Torte backen. Backe den aber aus zwei Ringen, weil ich auf die Höhe sonst nicht komme. In der mittleren Etage plant Julius das Zusammenspiel aus Schoko-Tonkabohnen-Biskuit und Persipan-Buttercreme mit Amaretto. Der fruchtige Akzent, ein Mango-Kompott. Bleibt für Franziska die obere doppelstöckige Torte. Und sie hobelt Möhren. Ja, ich habe ja schon gerieben wie ein Wolf. Jetzt mache ich noch die letzte Möhre und dann wird das alles miteinander vermischt. Und das wird ein leckerer Carrot Cake.
Franziska toppt das Teamgebäck mit einer Buttercreme-Wiese und einem Fault-Line-Cake mit modellierten Möhren. Geschmacklich trifft die Jury auf Carrot-Cake und Cream-Cheese-Frosting. Es gibt Marzipan, Haselnuss, Möhren, Biskuit, Carrot-Cake, Mandelbiskuit und Schokorührteig. Jetzt kommen sie in den Ofen. Und zwar alle. Und für wie lange so Pi mal Möhre? 30 Minuten. 40 Minuten haben die Promis schon gebacken. In der Restzeit könnten sie locker einmal mit dem ICE von Berlin nach München fahren. Aber nicht trödeln. Das ist Persipan. Und zwar ist das ähnlich wie Marzipan, schmeckt kräftiger. Und das wird aus Pfirsich- oder Aprikosenkernen hergestellt. Währenddessen schlägt Mareike zimmerwarme Butter auf und gibt ihre Mascarpone-Vanillemasse dazu. Pascal hat für seine Buttercreme eigenen Eierlikör mitgebracht. Ein paar Umdrehungen darf so eine Creme ja ruhig haben. Hallöchen. Lass mich nur ein bisschen brauche ich noch. Ich mache jetzt mir eine grüne Wiese, weil ich mache hier eine kleine Shake Cake grüne Wiese obendrauf und die muss natürlich jetzt erstmal angemischt werden und danach kommt das Braune, der Boden sozusagen. Ein bisschen Fruchtaroma schadet auch nicht und kommt deshalb zum Einsatz. Das ist pürierte Passionsfrucht, wird jetzt mit Stärke angerührt und dann auf eingedickt. Danach wird sie kühl gestellt und für die Creme verwendet. Ganz wichtig ist, dass ihr euch gut mit den Küchenmaschinen stellt. Also nicht nachmachen. Also das darf übrigens nicht, ne? Also Glas darf man nicht in die KitchenAid, habe ich gerade gemerkt. Der Handschneebesen ist weniger gefährlich. 120 Gramm Amaretto, damit er richtig Bums drin ist. Limettenabrieb, der Bums der Profis. Ich mache jetzt gerade das Frosting, was auf meine Böden dann gestrichen wird. Und das ist Puderzucker, Butter, Limettenabrieb, Mascarpone und Frischkäse. Stefanie mag es heute klassisch. Diesmal eine deutsche Buttercreme, schön mit Pudding. Creme aufs Blech und dann könnte man auch schon wieder nach den Böden schauen. Das gefällt mir heute gut. Ist ja auch das TV-Highlight der Feiertage heute. Ja. So, ab in den Schockfroster damit. Zeigt mal, wie nett ihr zu euren Küchenmaschinen sein könnt. Oder macht halt Faxen. Okay. Und jetzt danach kommt der Magadama, 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 Magadama. Hey! Feingeister, wohin man schaut. Die Himbeeren kommen natürlich als Fruchtkomponente noch in die Eierlikör-Buttercreme dazu. Ross setzt auf Rhabarber, Mareike auf Erdbeeren und Julius auf Mango-Mango die ganze Nacht? Nicht ganz, denn es gibt eine Deadline. Promis. Wow. Ihr habt übrigens Halbzeit, noch 2 Stunden 40. Modellieren für Models. Ich modelliere jetzt, ich mache einen kleinen Osterhasen, der ganz oben auf unserer Torte dann oben drauf steht. Ich mache für Dekoration mache ich Eier, Häschen, Blümchen, Rasen.
so professionell hier auch geklöppelt, karamellisiert und geschnitten wird. Feedback der Jury ist trotzdem gefragt. Es geht ja auch um was. Du magst bestimmt Kosten kommen. Bitteschön. Na, wie läuft's denn bei dir? Gut läuft's. Also die Böden sehen auf jeden Fall schon mal sensationell aus. Das ist schön, das freut mich. Ja, die sind auch ganz gut geworden. Ja, Bei Stefanie ist ja nicht immer alles so glatt gelaufen. Es sieht komisch aus. Es sieht aus, als würde es sich nicht richtig miteinander verbinden. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Keine Ahnung, ob das so aussehen soll. Franziska beschäftigt sich noch mit den Böden. Bei Julius fängt die Schichtarbeit an. Ich beginne jetzt genau mit dem Schichten. Ich habe den ersten Boden schon reingesetzt. Ja, ich habe zwei Komponenten, Frucht, Säure und Persipan-Buttercreme. Die kommt zuerst. Der Boden unter Pascals Eierlikör-Buttercreme wurde schön getränkt. Mit Eierlikör. Franziska überholt alle. Das ist mein Abschluss meiner zweietagigen Torte. Und das wird der Rasen, wo der Hase dann drauf sitzt. Bei Ross sitzt er später auf Erdbeerkompottschichtung. Bisschen Crunch oben drüber. Und jetzt machen wir zwei, ne? Machen wir raus. Die machen den versuchen den Deckel vorsichtig abzumachen und teilen den dann einmal in der Mitte. Eine muss ja einen Plan haben. Also da habe ich zu viel Angst, dass ich das versaue. Und ich bin die unterste Torte. Ich muss ihre Torte stützen. Ja. Das heißt, es muss perfekt sein. Perfektion im Anschnitt entsteht genau jetzt. Jeder Bestandteil wird exakt platziert. Jetzt tue ich hier Erdbeerchen. Muss man ein bisschen so verteilen. Franziskas zweite Torte. Hat ja mal gereicht, war auf den Punkt. Schichten, einstreichen, kühlen. Und dann bleibt immer noch genug zu tun. Die österlichen Torten sollen auch österlich dekoriert sein. Die Jury wird genau darauf achten und streng bewerten. Während Kuchen jetzt ein bisschen abkühlt in Schockfrost, ich habe gesagt, ich fange natürlich mit den Dekorationen an. In dieser Runde sind keine mitgebrachten Deko-Elemente erlaubt. Ich gebe noch mal alles. Franzi, helf mir doch mal hier mit diesem Kackfondant. Ich kann nicht mehr. Ja. Na, ich krieg es nicht, echt. Zeig mal. Guck mal, Franzi, ist das so dünn genug für dich? Du hältst jetzt mal eben deinen Mund. Wir sind eben mit der untersten Torte beschäftigt. Ja. Ich muss dringend meine eigene Torte jetzt noch mal machen. Man muss die Fondants feiern, wie sie fallen. Ihr Lieben, meine Möhre hat mir geflüstert. Ihr habt nur noch eine Stunde 30. Ob Enis Möhre wirklich flüstern kann, sei mal dahingestellt. Aber alle sind schwer beschäftigt und basteln unter Hochdruck. Besonders eine ist in ihrem Team wieder sehr gefragt. Versuch mal. Okay, ich warte. Danke dir, Franz. Man will ja bei dem Stress niemanden ablenken, aber was wird das eigentlich? Das ist die Tür, die Haustür vom Hasenbau. Ich versuche, einen Zaun zu machen. Aber es ist das Letzte, was ich machen muss. Und dann dekorieren. Geschmacklich müssen die beiden oberen Torten gleich sein. Aber nicht optisch. Dann wird gestapelt. Hier, Christian, dein Abendbrot. Manche sind aber auch fix. Ross? Ja, ich muss dir helfen. Ja, vielleicht. We try. Kannst mir beides. Das kriegst du ab. Das würde ich
mittig ist. Ist das so? Geh weiter, ne? Ich mach weiter. Eine vierstöckige Torte braucht Stabilität. Kühlung hilft. Liebe Promis, ihr habt nur noch eine Stunde. Denkt daran, ihr müsst auch noch dekorieren. Also, ihr habt noch 60 Minuten. Das wird eng. Wahnsinn. Okay, pass auf, ich fange mal an und dekoriere mal, okay? Es herrscht freie Deko-Auswahl. Der Ross macht Gott sei Dank die Deko, weil ich bin noch lange nicht so weit. 3 Punkte gibt es für die schönere Tischdekoration. Also es wäre echt mega, wenn wir die 3 Punkte von Eni ergattern könnten. Das wäre ein Hammer. Und dann hoffentlich dann stabilisieren wir unsere Vorführung. Ne? Franziska dekoriert klassisch. Ich wollte es halt nicht zu bunt machen. Deswegen bin ich eher so bei Gold und Grün. Das sind so typische Frühlingsfarben, finde ich. Oh, ich bin total angespannt. Der Druck ist spürbar. Okay, so, seid ihr ready? Ja, pass auf, wir machen das nach vorne. Also hier. Nee. So, warte, 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 wo ist vorne? Wo ist schön? Warte mal. Entscheiden Sie sich jetzt hier. Hier, okay, so. Geil. 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 So, jetzt Deko, los. Dekoriere. Liebe Promis, ihr habt nur noch 30 Minuten. Denkt daran, die Torten müssen noch gestapelt werden. Scheiße. Ja. Wir müssen richtig reinhauen jetzt. Langsam. Pinsel nachher noch wegmachen, aber so ist schon cool. Okay, haben wir den schon mal, ja. Pascal. Ich bin da. Komm, 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 komm. Ist richtig so? Perfekt. Sollen wir hier auf dem Boden schöne Perlen, warte mal. Ich würde, also ich habe jetzt nur Gold als Perlen und nichts Rosanes. Nur Grün, Gold, Weiß. Und hier kommt die bunte Torte hin. Ja, ich dekoriere noch ein bisschen mit. Also, es muss ja schön werden. Liebe Promis, ich sehe, ihr dekoriert hier schon fleißig. Ich hoffe, die Torten werden auch bald fertig, weil ihr habt nur noch 10 Minuten. Was? 10 Minuten. 10 Minuten? Ohne Teamwork wird es nicht gehen. So, nee, warte mal ein bisschen hinter. Ja, passt. Ey, warte, warte, warte. Wartet mal, lass mich mal. Ich kann das ja mit dir rüber. Ja, ja. So, jetzt bist du fast schon. Ich zieh jetzt weg. Ja. Okay. So, pack weg. So. Ihr Lieben, ihr habt nur noch wenige Sekunden, dann müssen die Tische fertig sein. Mach den Gang frei! 10. Oh oh. 9. 8. 7. Julius, die Seite. 6. 5. Okay. Höher? Geh höher? Höher. 4. Ja. 3. 2. Aber ich will erstmal kurz hin. Erstmal kurz hin. 1. Oh. Und Schluss. Hände weg vom Gebäck. Yeah.